Das ist echt gut. So. Wir waren, Pity war bei 75. Ich hasse euch dafür. Der Trailer ist nice. Kann man nichts sagen. Ich find's ultra gut. Aber ich weiß nicht. Ich weiß halt, was kommt. Und dann kann ich guten Gewissens nicht holen. Ich habe auch kein Geo-Char. Ich könnte nicht mal ein gutes Team jetzt bauen. Und ich war 2 Wochen im Urlaub. Ich habe das Set nicht vorgefarmt. Ja, ich werde ihn auskippen, weil Shen-He, Yunjin, Ganyu. Ja. Also Ito wird bestimmt stark sein, auch wenn ihr gerade die Waffe und das Set dazu habt. Aber irgendwie... Nee. Nein. Ich werde Ito skippen. Tatsächlich. Ich werde Ito skippen. Nicht, weil ich ihn nicht cool finde so oder nicht ausprobieren wollen würde oder sonst was. Sondern einfach nur, weil ich weiß, welche Charaktere noch so danach kommen. Und man muss sich entscheiden. Das hat nichts mit Möpsen zu tun. Ich finde Shen-He einfach schöner. Shen-He könnte auch ohne Möpse. Diese Unterstellung hier, Cat. Ich finde einfach... Guck mal, es gibt solche Charaktere wie... Okay, ich bin jetzt auf meinem 2. Account. Wie Razor. Top. Wenn ein Charakter auskommen würde, der irgendwie so chillig aussieht, so mit Kapuze, graue Haare, voll geil. Aber Ito finde ich schon wieder einfach too much. Kazuha. War auch eine Menge, aber bei Kazuha sieht das stylisch aus. Und ich finde ihn nicht gerne... Also, ich finde ihn überhaupt nicht ansprechend. Als spielbaren Charakter. Oh. Und ich gehe halt oft aufs Optische. Ob der mir so vom Charakter her zusagt. Ich finde Albedo ist eine 10 von 10. Eine 11 von 10. Zhao finde ich auch eine 10 von 10. Zhao ist cool. Wo ist Kazuha? Ich habe auch noch von gesprochen. Kazuha finde ich auch ultra cool. Wird trotzdem nicht gefunden. Weil es Geo nicht in mein Team passt. Ich pull nicht für ihn, weil ich weiß, was noch kommt. Und Shen-He passt eher in mein Team. Und Albedo. Okay. Wir spielen einfach noch ein bisschen auf meinem 2. Account weiter. Wir machen hier gerade die Main Story. Aber neu ist immer besser. Aber eigentlich war ja der Plan, der Grund, warum ich Albedo skippe, ist ja nicht... Und Ito war doch eigentlich, weil wir Ganyu C6 wollten, mein Lieblingscharakter. Ich weiß, dass Albedo ultra strong ist. Ich habe aber auch keinen Zhongli. Ich habe halt keinen Geo-Charakter. Und dann müsste ich einfach anfangen. Nein, es hat wirklich nichts mit Möpsen zu tun. Trust me. Ich finde Albedo geil, ja. Ich hab doch schon seit Monaten, sage ich doch, dass ich Albedo cool finde. Aber für Ganyu und Shen-He bin ich einfach besser. Ich hab nur L, aber nur C5 in Anführungszeichen. Wie viele Jungs ich aktiv auf Main spiele? Shinshu, Bennett, Kazuha. Es gibt doch kaum, es gibt halt nicht so viele. Zhao nicht mehr. Zhao wollte ich eigentlich auch nicht ziehen. Habe ich Lucky bekommen. Zhongli habe ich geskippt. Venti habe ich geskippt. Ja, die 3. Child habe ich auch geskippt. Aber ich habe auch Ayaka geskippt. Ja. Okay, nehmen wir mal an, ich pull jetzt für Albedo. Ich Albedo, fange dann an, ihn zu bauen. Ich pull für Ito. Dann bin ich out of Primus. Und was mache ich dann? PPR Credit, genau. Geldbeutel zu kriegen, genau. Und das möchte ich vermeiden. Mehr Subs generieren. Wie? Okay. Wollen wir einen Deal machen? Ich pull bis zum 5-Star auf meinem Main. Wenn ich das 50-50 gewinne, habe ich Albedo. Wobei, ich will mich doch gar nicht... Ich wollte... Nein, hört auf! Vor den Stufen. Ansonsten ist nicht schlimm. Die finde ich schon wieder. Okay, wisst ihr was? Ich hasse euch dafür.
Wir lassen das Schicksal entscheiden. Wenn Albedo kommt, pulle ich auch vielleicht für Ito. Weil dann möchte das Game wohl, dass ich das mache. Wenn ich das 50-50 verliere, dann skippe ich die Geo-Session, okay? Nein, mein Herz sagt, dass ich euch mag und ich euch den Spaß gönne und da gerne mitmache. Ich habe auch nur 25 Standardbanner-Puls, aber ich spare auf 200. Also, wir haben schon in dem Banner 50 Puls gesteckt. Ungewollt. Ungewollt. Ich wollte eigentlich nur 10er machen. Aber gut, wenn man einmal anfängt, ist halt schlimm, ne? So, wir haben eine 50-50 Chance. Mein letzter 5-Star-Charakter aus dem Figuren-Banner ist tatsächlich Kokomi. Also wir haben wenig gepult. Okay. Hasse euch. Die bei 60? Bei 63. Das heißt, wir machen jetzt 2 Singles, ein Multi und dann noch ein Multi. Weil bei 75 haben wir höhere Chance und dann kriegen wir auch 2 5-Stars. Richtig? Richtig. Immer so meine Prediction. Und wenn wir auf einen 4-Star noch aimen, dann brauchen wir nur Noel. Rosaria ist C6 und Bennett haben wir gestern C6 bekommen. So. Sehr gut. Wenn Noel C6 kommt, dann wird sick. Dann hätte ich tatsächlich auch einen Grund, für die Waffe zu gehen, ne? Komm schon, Noel. Das ist echt gut. Ich wollte Noel auch schon mein Leben lang spielen. Habe ich nie gemacht, weil ich sie nicht C6 hatte. Jetzt haben wir nur LC6 bekommen. Wenn jetzt noch Albedo kommt, dann ist das kein... Dann gehe ich all in Ito, ja? Okay. Komm schon. Ich weiß gar nicht, was ich... Also, will ich jetzt Albedo eigentlich schon, ne? Irgendwo. So. Wir waren... Pity war bei 75. Es ist so spannend. Ich habe schon so lange nicht mehr richtig gepult. Also so richtig, richtig. Bin 5-Star. (lacht) 50-50 verloren. Mona C2. Ich habe immer noch keinen Diluc. Ich habe keine Chichi. Wir haben jetzt Mona C2. Ja, ich würde sagen, Mona spielt sich bestimmt ganz gut mit Shenhe, ne? Vielleicht kommt ja noch was. Lol. Komm, noch ein 5-Star. Nee. Ja, Mona C2. Das ist auch langsam mal ein Zeichen mit Mona, ne? Also, ich soll Mona bauen, ja. Also, dafür, dass ich den Banner eigentlich komplett skippen wollte, haben wir jetzt ungelogen über 80 Puls in den Banner gesteckt. Dafür, dass ich ihn komplett skippen wollte, ist das ordentlich. Somit haben wir es versucht, hat nicht geklappt. Und damit lassen, nee, ich pull jetzt auch nicht weiter. Jetzt haben wir eine 100%ige Chance. Sollen wir die Standard-Banner-Puls auch noch raushauen? Wir haben hier zuletzt den Jadesperr bekommen. Wir haben zuletzt sowieso die letzten 30 Standard-Banner-Puls waren 3 5-Stars. Wolfsgrab. Gebete der 4 Winde. Und Jadesperr. Wir machen 5 Singles und dann 2 Multis. Einfach nur, weil ich euch gern hab, okay? Jetzt haben wir 100% für Shenhe, ja. Tut mir leid. Wir haben das Schicksal entscheiden lassen. Wir haben Noel jetzt C6 bekommen. Vielleicht. Das werden ja nicht die letzten Geochars sein. Vielleicht, wenn ich bei Shenhe ziehe und Yunjin hochgepult kriege, vielleicht finde ich da ja irgendwas Mögliches. Das kann man Noel ja mal bauen. Wenn jetzt Ember, Lisa oder Kea kommen, das sind die seltensten 4-Stars hier in dem Spiel. Nien ist schon C6.
So, eine Multi noch. Kein Five-Star. Come on. Also die Standard-Banner-Pulse, die waren ja ganz wild.